Herzlich willkommen zur weiteren Folge vom Motorsport Manager Varona Racing. Anthony ist inzwischen auf dem 13. Meisterschaftsplatz und Gomez auf dem 17. Ich habe beiden letzte Folge einen Vertrag angeboten. Ich hoffe mal, dass das hinhaut, weil sonst einen neuen Fahrer zu finden wird noch schwierig, einen Monat vor Saisonschluss. Und dann gucken wir mal. Wir gehen jetzt schon mal ans Schwarze Meer. In Russland zum Rennen. So, auch hier wollen sie eine relativ hohe Geschwindigkeit. Ich glaube eigentlich auch ein straffes Fahrwerk. Und das lassen wir mal. Was haben wir hier? Temperatur 6 Grad. Wir nehmen mal wieder die Weichen. Und dem geben wir mal ein bisschen mehr Abtrieb. Das letzte Mal haben wir ja bloß zwei Stints gebraucht, um die Balance rauszufinden, wie es läuft. Wir machen auch diesmal nur eine schnelle Einführungsrunde. Und dann holen wir die Fahrer auch schon wieder zurück. Einfach um zu gucken, wie die Abstimmung ist. Ob sie passt oder nicht. So. So, so. Und ihm geben wir vorne ein bisschen mehr Abtrieb. Dann schicken wir noch mal raus. Hier gibt es schon ein bisschen mehr Arbeit. Ist sogar wirklich schlecht. So, probieren wir es einfach mal. Was haben wir denn für eine Aufhängung? Es müsste passen. Raus mit dir. Es bleibt trocken. Und gleich wieder rein. Das Spiel kennen wir ja schon. Ich will ein gutes Setup finden und dafür brauche ich eben, dass die zurück in die Box kommen. Sieht doch schon gut aus. So. 9 Runden. 6 Runden Stint, oder? Ausgezeichnet. Na, dann können wir dich auch gleich auf den 6 Runden Stint schicken. Aber bei dem reichen die alten Reifen. Ich meine, die 6 Runden kriegen wir sowieso nicht hin. Aber bei Gomez wieder zweimal in der Box und beim zweiten Mal passt das Setup schon. Dann können sie ja jetzt auf Zeitenjagd gehen. Ja, sind natürlich jetzt langsamer als alle anderen gewesen, weil sie noch keine gezeichnete Runde gefahren haben. Das ändert sich jetzt gleich. Bei Anthony müssen wir mal gucken, ob das mit der Abstimmung passt.
im Fahrverhalten. Anthony scheint schneller zu sein. Aber besseres Auto habe ich dem eigentlich nicht gebaut. Hier gar nicht Volldampf fahren. So ein. Wir hatten das eingestellt. Gummis durfte die Reifen gar nicht richtig benutzen. Ja, jetzt guck mal, jetzt sind sie gleich auf. Jetzt ist Gummis sogar ein Stückchen von. Die liefern sich für so ein Training ganz schön in den Rennen. Level 6 mehr. So, keine neuen Zeiten mehr. Aber trotzdem gut. Diesmal starten wir von 4 und 8. 2, 4, 2, 4, ja. Okay, dann nehmen wir doch das. Dann müssen wir hier in die Richtung gehen. Hoffen wir mal, dass es so passt. So, 26 Runden. Tankinhalt reicht für 11 Runden. Dreimal stoppen ist ja klar. Anthony setzen wir auf den Soft, Hard, Medium. Er muss 10 Runden. Wie viel? 9 Runden müssen wir draußen bleiben mit dem Einsatz. Bei ihm gehen wir auch mal auf den Harten. Ist natürlich ein bisschen doof, weil Gomez keine Zusatz. Doch, optimaler Bereich. Achso, ja, Qualifying haben wir nicht. Also, Gomez auf 4, Anthony auf 8. Ist relativ kalt, 8 Grad nur, vielleicht sind da die Medium Tires am besten. Anthony schafft zumindest mal 2 pinke Sektorzeiten. Drei Stück schon ausgeschieden. Sabadou, Antonov und Melo. Antonov wird es ärgern, weil der ist ein Russe. Ein Brasilianer und noch ein Brasilianer sind raus. Und Antonov. So, wir gehen hier auf
fahren. Dann müssten wir mal gucken. Was? Gomez ist. Ah. Ich wollte gerade gucken, wie lange der noch fahren kann. 7:21. Aber das mit dem Benzin reicht nicht hin. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wenn der nächste Runde gleich reinfährt. Na, da steht der Gomez. Qualmt. Ja, der hat einfach nur gecrashed, da ist nichts kaputt gegangen. Aber einfach zu blöd zum geradeausfahren. Also geradeaus konnte er fahren, aber. So, in der Runde fährt Safety Car zu erreichen. Wenn der Satz wirklich noch 6 Runden reicht, können wir 14 mit den gelben fahren. Dann könnten wir mit den gelben bis zum Ende fahren. Oder wir fahren Zwischenstint mit den gelben, um nach vorne zu fahren. Wäre auch eine Option. Dann fahren wir am Ende nochmal einen weißen. Bringen mal die Reifen schon wieder auf Temperatur. Anthony ist auch ganz schön am Kämpfen davon. Der gibt nicht klein bei, das gefällt mir. Leider zurückgefallen, aber, oh, Rogers war auf 3, ne, auf 2 und ich muss jetzt an die Box. So, 9 Runden haben wir geschafft. Mit Reifen, die 12 halten sollten. Wenn wir jetzt 7 Runden fahren, sind wir auf 16. Eine Runde kommt ja noch dazu. Ja, müssen wir so machen. Wenn wir eine Chance auf einen Podestplatz haben wollen. Oh, in der Boxeneinfahrt überholt. Wenn das sich nicht durch einen schlechten Stopp recht. So, jetzt muss er Zeit gut machen. Mit diesem Stint. Und wir müssen eigentlich fahren bis Runde, ja, mindestens 16.
hoffe mal, das haut noch hin. Hoffentlich wird er nicht wieder bei der Boxenausfahrt eingeklemmt. Ja, komm. Ist zumindest wieder in den Punkten gelandet. Mit Platz 6. Wie viel können wir tanken? 11 Runden. Ja, bis Platz 16 muss er auf jeden Fall vorkommen. Ach, lass doch die Leute nicht so einfach vorbei, Mann. Machen die das mit dir? Lassen die dich einfach durch? Zwei Runden noch. Ja. Ist leider wirklich ein bisschen arg schnell. Nein. Ey, Mann! Ich hätte gern so einen echten Sprechfunk. Für was habe ich dich auf den weichen Satz gestellt, Mann? Dass du Zeit rausfährst, nicht dass du langsamer bist. Ach, schon wieder beim Tanken ein Fehler, das gibt's doch nicht. Nein! Oh, fuck! Aha! Na egal. Kann man mit den Reifen gut fahren. Ja, ich weiß, das sind die falschen. Auch hätte ich doch mal geguckt, dann wäre genau die richtige Zeit zum Wechsel gewesen. Die sind alle noch mal rausgefahren. Das ist für mich natürlich gut. Der 12er bleibt auch draußen. So, und jetzt heißt bis ans Ende fahren. Den einen Stop, den hätte ich mir wirklich sparen können. Und die kommen nicht vor mir, die kommen nicht hinter mir raus. Das sah wieder so gut aus am Anfang. Er fährt jetzt ganz alleine, der kann jetzt nur probieren, irgendwie Zeit zu finden. Alles andere ist witzlos. Irgendwo unter irgendeiner Schublade.
Oder dass die vorne vielleicht noch mal tanken müssen, oder ich weiß nicht. Aber eigentlich haben wir das Rennen wieder total verkackt. Ja, das Auto ein bisschen schneller. Wir drehen alleine unsere Kreise. Ja, oder eine Massenkarambolage wäre natürlich auch noch was. Wenn der fünf Autos verwickelt sind, natürlich nicht meins, dann wird mir auch noch ein bisschen vorkommen. Char war am Anfang eigentlich ziemlich gut gestartet, Anfang der Saison. Inzwischen aber nicht mehr so gut. Er ist immer noch an der Box. Runde 25 beginnt, also zwei Runden haben wir noch. Und da wird sich nichts mehr tun. Also. Da haben wir mal wieder tief ins Rohr gelangt. Und einfach nicht das Wetter. Das Wetter geht mir auch immer raus. Wir waren so weit vorne wieder. Ich muss mir einen Zettel auf dem Bildschirm kleben. Wetter, 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 Wetter. Und dann würde ich vielleicht mal regelmäßig dran denken, da drauf zu schauen. Aber es war, glaube ich, das letzte Rennen der Saison. Und dann fährt er nicht mehr. Was ist denn da los? Der fährt nicht mehr. Was macht der? Treibstoff leer. Ach, fuck. Aha. Was haben wir noch? Ah, okay. Hä? Der 14. ist doch gerade an mir vorbeigefahren. Ah, der wurde gerade überrundet nochmal. Okay. Also, Cavalcanti hat gewonnen. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ja, wie gesagt. Falscher Stint. Ich hätte den Stint, wenn ich gesehen hätte, dass es Regen gibt, einfach noch ein bisschen rauszögern können und dann hätten wir da vielleicht noch ein paar Runden, noch ein paar Plätze gut machen können. Aber so ist es. Wir sind mit unserem ersten, ja, mit unserer ersten Saison eigentlich schon durch. Mit unserem eigenen Team. Es wird jetzt so eine Zwischenfolge geben, in der ich dann das neue Team manage. Ja, mit 4 Millionen, 4,5 Millionen starten wir ins nächste Jahr. Minus natürlich. Aber unsere Fahrer sind erstaunlich gut platziert. Garuda Racing. Weltmeister. Ja, ist ja gut. Char wurde, wie ich schon erwähnt hatte, Vierter. Ja, nimm halt. Er soll sich mal den Fehler zuschreiben. Ich meine, es war am Auto nichts zu erkennen, wo der Fehler lag. Von dem her ist er ja schuld. So, die ganze Blabla in das Preisgeld für diese 11 Millionen. Aha.
Ist doch immerhin was. Manager der Saison. Okay, wir nicht. Fahrer der Saison, wir nicht. Ältester Pilot. Hat aufgehört. Ja. Hat auch aufgehört. Okay. Tandela GP gibt es nicht mehr, sondern Dubai GP. Dieses Jahr wurde in die Motorsport Championship, was zum Abstieg von Carrier Motor Group in die Asia Pacific Super League, Super Cup League führte. Garuda Racing ist aufgestiegen und Krüger Motorstadt abgestiegen, also in unsere Liga. So, jetzt gucken wir noch schnell, was die Fahrer wollen. Einstellen. Einstellen. Sind beide da geblieben. Für zwei weitere Jahre. Das freut mich. Damit können wir dann die nächsten zwei Jahre einfach mal arbeiten und uns vor allem ein gescheites Auto stricken. Aber das Fahrzeugentwicklung freigegeben. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bleibt dran. Morgen 16 Uhr die nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.